Ich möchte Ihnen heute was zum Thema Smart Hospital, funktioniert nur mit guter Logistiksoftware, präsentieren. Ist natürlich auch von unserer Seite ein Aspekt, der nicht ganz uneigennützig ist. Mein Name ist Holger Weise, ich bin Geschäftsführer bei der Dynamed, bin jetzt seit 16 Jahren bei der Dynamed tätig, zunächst als Projektmanager, als Abteilungsleiter, Prokurist und jetzt seit September als Geschäftsführer. Verantworte hier die Bereiche Kommunikation, Marketing, Vertrieb und bin auch auf vielen Veranstaltungen unterwegs, bin nebenberuflich noch beim Thieme Verlag angestellt und bin dort der Logistikexperte für den Redaktionsbeirat, für die Fachzeitung Klinikeinkauf und bin davor in den DAK-Kliniken 6 Jahre während meines Studiums tätig gewesen und habe im Prinzip auf der Pike ja die Prozesse, die Versorgungs- und Entsorgungsprozesse im Krankenhaus gelernt und war dann auch, weil ich gelernter Bauingenieur bin, im Krankenhaus tätig, im Facility Management und bin dann eigentlich so ziemlich wie die Jungfrau zum Kinde zur Logistik gekommen, weil bei uns in der Technikabteilung plötzlich der Patiententransport aufgeschlagen ist. Und das war dann die Geburtsstunde, dass ich mich sehr für Krankenhauslogistik und ja smarte Logistik im Krankenhaus interessiert habe. Zu mir als Dynamed als solches. Die Dynamed ist bereits 1995 vom Inhaber und 100%igen Gesellschafter Martin Joho gegründet worden. Herr Joho Senior zieht sich jetzt gerade in diesem Jahr aus dem ja aktiven Firmengeschehen zurück. Er hat schon bereits vor 5 Jahren die Geschäftsleitung an seinen Sohn übertragen und jetzt im September an mich. Unser Kerngeschäft ist die Softwareentwicklung. Wir sind spezialisiert auf alle sekundären und tertiären Prozesse im Krankenhaus und probieren Ihnen als Krankenhaus auch ein ja Gesamtsystem zur Verfügung zu stellen. Aber dazu komme ich gleich noch. Wir haben ein Produkt, das heißt Logbuch und wird eingesetzt nicht nur im Logistikbereich, sondern auch in der Servicelogistik, in der Reinigung, im Technikmanagement, in der Medizintechnik etc. Viele der Aspekte, die die Frau Dr. Messer-Misak gerade angedeutet hat, sind auch Aspekte, mit denen wir an unsere Kunden rangehen und dürfen mittlerweile 370 Krankenhäusern zu unseren Kunden zählen. Dazu unter anderem auch die Kollegen, die ich hier gerade in Farbe und Bunt sehe, aus dem Stadtspital in Triemli und Weit in der schönen Stadt Zürich. Da Grüße gehen da auch nochmal hin. Jetzt nochmal zu unserer Software als solches. Komplettsystem zur Steuerung der Logistik hatte ich gerade schon erwähnt. Dazu will ich jetzt auch nicht allzu viel Zeit noch verlieren, weil wir sind schon relativ fortgeschritten, weil ich erst später anfangen konnte. Für mich ist das eigentlich hier eine zentrale Folie. Ich habe mal einen Fachartikel darüber gesprochen, dass im Grunde genommen die Logistik in einem Krankenhaus nicht, also sie stellt im Grunde genommen, wenn man sich eine Sinfonie vorstellt, die Partitur dar. Ja, die Klinikdirektion hat diese Partitur geschrieben und nur im Gleichklang aller dieser Bereiche, die Sie jetzt hier sehen, haben Sie ein optimal gesteuertes Krankenhaus. Und wir hatten gerade auch von der Frau Dr. Messer-Misak das Wort, eines meiner Lieblingsworte aus dem Jahr 2021, Interoperabilität gehört. Dieser Aspekt Interoperabilität kam ja mit dem KHZG, Krankenhauszukunftsgesetz. Wir bei der Dynamed arbeiten schon viel länger mit dem Wort Vernetzung und Integration. Und im Grunde genommen ist es letztendlich eine Prozesssteuerung, die man mit einem ja intelligenten und smarten Tool wie eine Logistiksoftware dann eben auch in diese ja, Primärbereiche, die Sie jetzt hier gerade sehen, eben auch optimal versorgen kann. Wir haben ganz viele Aspekte. Ich hatte das hier unten mal mit diesem Bild so angeteasert, was eben so diese sekundären und tertiären Bereiche im Krankenhaus anbelangen, eben eine funktionierende Patientenlogistik oder eine Probenlogistik, einen Materialtransport. Oder auch, wie wir das gerade von Herrn Katzianschütz gehört haben, eine Prozesssteuerung und eine Sendungsverfolgung. Darüber hinaus ist es aber eben auch wichtig, ein vernetztes Bettenmanagement zu haben oder eine Unterhaltsreinigung. Und letztendlich krankt es ja ganz oft an diesen Prozessen. Ich habe jetzt für heute mal
drei Beispiele mitgebracht am Thema Patiententransport, am Thema Materiallogistik und dann nochmal vertiefend am Thema Sendungsverfolgung und Prozesssteuerung am Beispiel der AEMP. Und ein optimaler Patiententransport in einem Krankenhaus, der beinhaltet mindestens diese Aspekte, die ich jetzt hier so mal genannt habe. Das Thema automatische Auftragserfassung ist meines Erachtens ein hochspannendes Thema. Was ist für mich erstmal ein optimaler Patiententransport? Also der Patiententransport ist letztendlich Mittel zum Zweck für eine angeforderte medizinische Leistung. Wir stellen uns das jetzt mal so vor, die meisten von Ihnen kennen das, der Arzt während der Visite trifft den Patienten zusammen mit der Pflege und die Patientin klagt über Bauchschmerzen, dann muss es erstmal eine Diagnostik geben, sprich der Patient muss zu einer Funktionsstelle untersucht werden, dann gibt es ein Ergebnis dieser Diagnostik und dann wird aufgrund dieses Ergebnisses eine Entscheidung getroffen, ob beispielsweise operiert wird und nach der Operation der Patient dann genesen kann und entlassen werden kann. So mal so kurz skizziert der Primärpfad eines Patienten. Wir haben zumindest in Deutschland einen heftigen Fachkräftemangel. Ich glaube in der Schweiz auch schon seit Jahren, sonst würden nicht so viele Deutsche in der Schweiz arbeiten. Und da ist das Thema automatische Auftragserfassung ein sehr wichtiges Thema, einmal für die Entlastung der Pflege, sprich eine Tiefenintegration in andere Primärsysteme und Fremdsysteme, was wichtig ist, aber auch Anwendungen, die am Point of Care, Herr Katzenschütz hat ja vorhin so schön gesagt, Point of Use, ich nenne das jetzt mal Point of Care in unserem Beispiel, weil darum geht es ja um die Pflege und die Pflegekräfte sollen ja möglichst den Patienten gut versorgen, sollen die also auch entweder autonome Unterstützung kriegen. Mal hier ein Beispiel, nehmen wir mal an, wir entlassen einen Patienten. Warum soll nicht aufgrund dieser Entlassungsnachricht in unserem System automatisiert ein Bettenreinigungsauftrag erzeugt werden? Das ist mal so ein Beispiel für einen autonom erzeugten Auftrag, ohne dass die Pflege dafür extra an was denken muss. Und dafür haben wir eben Anwendung. Haben ein Produkt, das nennt sich Care Plus. Unser Arbeitstitel dafür war mal Happy Nurse. Auch das Thema von Frau Dr. Messer-Misak wurde gerade angesprochen. KI-basierte Tools in eine Software mit einfließen zu lassen. Auch das haben wir in den letzten Jahren zusammen mit dem Fraunhofer-Institut IML aus Dortmund und gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ein Projekt umgesetzt, wo wir Machine Learning Aspekte beziehungsweise Aspekte der Predictive Analytics in unser System haben einfließen lassen. Und ein Beispiel dafür für einen KI-Algorithmus in unserer Software ist ein selbstlernendes System für die Vermeidung von sogenannten systemischen Verspätungen. Also was ist eine systemische Verspätung? Ich fordere als Pflegekraft einen Transport für einen Patienten an und ich möchte, dass dieser Patient pünktlich um 15:30 Uhr in der Untersuchung beim Röntgen ist. Dann ist ja die Frage, wann der Patient abgeholt werden muss. Und im Prinzip auf Grundlage von Vergangenheitswerten und auf Grundlage von Drückzeiten und Scanzeiten über unser System können wir im Prinzip retrospektiv für zukünftige Ereignisse dann lernen, dass ein Patient von der Station 1 zum Röntgen im Durchschnitt eine höhere Übergabezeit hat als auf Station 2 oder dass wir immer zu der Uhrzeit mit erhöhten Aufzugswartezeiten zu rechnen haben oder einen Patient im Bett wieder länger braucht als ein Patient, der im Rollstuhl sitzt. Und diese Aspekte fließen dann in unser System ein und sorgen denn dafür auf Grundlage dieser Information, dass dann der Patiententransport pünktlicher an der Abholstelle ist. Was auch für uns, auch das wurde angesprochen von den beiden vorherigen Referenten, das Thema Patientensicherheit. Wir haben dort Lösungen in Kombination mit dem Patientenarmband.
Oft fragt sich der Patient im Krankenhaus, wozu trage ich eigentlich ein Armband? Der kriegt das denn gar nicht mit, dass das im Operationssaal genutzt wurde. Und warum denn das nicht auch nutzen in den sekundären und in den tertiären Prozessen im Krankenhaus? So können wir auch am Beispiel jetzt des Patiententransports die Identität des Patienten feststellen, ob wir jetzt für diesen Transport auch den richtigen Patienten zur richtigen Untersuchung bringen. Das ist primär erstmal das Thema Patientensicherheit. Ein weiterer Aspekt, den wir dadurch aber haben, ist, dass wir den Mitarbeitenden eine bessere Prozessroutine geben, also die Mitarbeitenden, die diese Aufträge ausführen. Und ein dritter Aspekt ist der, den ich gerade schon angeteasert habe für unsere KI-basierte automatische Disposition, dass wir damit dann eben auch Wegezeiten retrospektiv lernen können. Was wir jetzt auch umgesetzt haben in einem großen Universitätsklinikum und was Sie auch alle in dem Fördertatbestand 2 KHZG gerade sicher alle, die Kliniken, die zumindest heute hier aus Deutschland teilnehmen, mit beschäftigt sind, ist das Thema Einweisungsmanagement und Patientenportal. Das Patientenportal ist ja für den Patienten nicht nur für das Hingelangen und das Einweisen in das Krankenhaus, sondern dass man eben auch den Patienten Informationen übergeben kann in sein Portal, dass er auch im Krankenhaus gleich zur Untersuchung abgeholt wird. Solche Aspekte haben wir beispielsweise am Universitätsklinikum Freiburg umgesetzt, wo in das ja, Info- oder Entertainment-System des Patienten, denn im Prinzip ein Banner läuft: Achtung, Sie werden in 10 Minuten voraussichtlich vom Patiententransport abgeholt. Bitte bewegen Sie sich jetzt nicht weg. Ist ein Aspekt, der dann eben auch zu einer Reduzierung der Wartezeit für den Patiententransport führt. Das mal so die im Schnelldurchmarsch die Aspekte für eine moderne Patientenlogistik. Die Benefits, die sich daraus ergeben, ist ganz sicherlich die Erhöhung der Patientensicherheit, aber eben auch die Entlastung der Pflege durch autonom angelegte Aufträge oder Entlastung der Mitarbeitenden im Transportdienst durch einerseits einer automatischen Disposition. Das schafft eben Freiräume, dass man weniger oder bis gar keine Disponenten benötigt. Auf der anderen Seite wird durch eine automatische Disposition werden die Mitarbeitenden in diesen Transportdiensten gleichmäßiger belastet und auch gerechter belastet. Sie haben am Ende durch eine, ich sag mal, 15- bis 20-prozentige Effektivitätssteigerung entweder den Komfort, dass Sie mit weniger Mitarbeitern mehr Aufträge schaffen oder dass Sie bei gleichbleibendem Personal Ihre Patiententransporte noch pünktlicher gewährleisten, was dann wieder zu einer Entlastung der Pflege gehört. Denn nicht oft hängt es damit zusammen, dass Ihre Mitarbeiter im OP oder in den Funktionsdiensten am Ende des Tages länger arbeiten müssen, weil der Patient nicht just in time, wann er gebraucht wurde, an der Funktionsstelle war oder gar der Patient einen Tag länger oder 2 Tage länger im Krankenhaus verweilen muss, weil die Abschlussuntersuchung heute doch nicht noch stattfinden konnte. Das mal zum Thema Patiententransport. Ich wechsle dann schon in das Thema Materiallogistik. Wie gesagt, unsere Firma ist 27 Jahre alt. Unsere Software Logbuch ist seit 25 Jahren am Markt. Wir lernen sehr viel mit unseren Kunden. Und so nachdem wir, ich sag mal, in den ersten 15 Jahren weitestgehend die Digitalisierung der Patientenlogistik vorangetrieben haben, haben wir jetzt mit dem Startschuss eigentlich zusammen mit Herrn Katzianschütz vor rund 10 Jahren ein Thema aufgebaut, das Thema Materiallogistik, wo wir sehr starkes Know-how haben. Wir wollen nämlich zukünftig in den Krankenhäusern eine sehr regulierte Logistik digitalisieren. Das heißt, oft ist es so, dass Sie einen Status quo in den Krankenhäusern haben, dass 90% aller Aufgaben reguliert sind. In der Regel mit irgendwelchen Word- oder Excel-Tabellen wurde das mal festgelegt. Aber wann genau, welche Mitarbeitergruppe, welche Waren gerade in Form von Steritransporten, Warentransporten, Betäubungsmitteltransporten, Zytostatika und was es da alles so gibt, Schmutzwäsche, Wäsche etc. verbringt, das ist eigentlich im Grunde genommen unklar. Und ganz oft sehe ich,
wie im Prinzip ein Elektroschlepper oder ein LKW halb beladen in ein Klinikum fährt und drei Rampen weiter ein LKW in das gleiche Klinikum fährt mit einer anderen Warengruppe und es dazu, ich sag mal, zu einer teuren Logistik kommt und auch zu Ineffizienzen. Und im Grunde genommen ist eigentlich die Sendungsverfolgung gar nicht das Spannende für eine Materiallogistik, sondern im Grunde genommen durch das Scannen von Barcodes ist die Auftragserzeugung und das, ja, das Prozessmanagement das, auf was es eigentlich ankommt und was man im Prinzip im Grunde genommen sehr leicht auch in Ihrem Klinikum umsetzen kann. Mir rennt so ein bisschen die Zeit davon und ich will die nicht crashen heute. Ich würde das Ganze mal jetzt direkt in dieses Praxisbeispiel mit der Anbindung an eine AEMP-Logistik hier teasern. Ich hatte auch gerade schon Teilnehmer hier in der Liste erkannt, wo ich weiß, dass die gerade ein Projekt diesbezüglich haben in der Umsetzung einer ganzheitlichen Logistik. Ich kann an der Stelle ein Beispiel für die AEMP nehmen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Operateur, der bestellt sich für seine geplanten Operationen für morgen im Prinzip beim Steri über das Sterilgutsystem. Das könnten jetzt Systeme sein wie von der Firma Asanus beispielsweise oder Invitec oder das Euro-STS von Anexus, IPS. Das sind dann Systeme, wo der Operateur sich seine Siebe bestellt, der Steri diese Siebe dann in die Container zusammenstellt für die geplanten Operationen und im Anschluss die in Transportbehälter schiebt und nach Abschluss dieser Kommissionierung erfolgt im Prinzip eine Dokumentation im Sterilgutsystem. Genau an dieser Stelle setzen wir jetzt an mittels einer Schnittstelle. Das heißt, der Mitarbeiter an der AEMP, der hat jetzt seinen administrativen Vorgang für seine, ich sag mal, Warenausgangsbuchung in seinem System von Euro-STS hier in diesem Beispiel, wie wir das auch bei Herrn Katzianschütz umgesetzt haben. Als Benefit kommt ein automatisch generierter Transportauftrag für die Mitarbeiter der Logistik, die jetzt nämlich ganz genau wissen, zu welcher Uhrzeit sie wie viele Container von der AEMP abholen sollen und das Ganze jetzt in die verschiedenen OP-Bereiche bringen sollen. Wir können sowas auch in unserem System, können wir diese Aufträge automatisiert brechen. Das heißt, wenn Sie sich jetzt an dieses Wegesystem von Herrn Katzianschütz erinnern, der hatte ja einen unterirdischen Transport, das läuft dann über Elektroschlepper oder möglicherweise bald dann auch über diesen automatischen Warentransport. Das wird dann an sogenannten Hofübergabestellen übergeben, an die Logistik, wo im Prinzip ein Steiger, ein Mitarbeiter, der nur für die vertikale Versorgung dieser verschiedenen 40 Gebäude am LKH Universitätsklinikum Graz verantwortlich ist, das dann wiederum ausliefert. Das heißt, über die Ausgangsbuchung im Steri-System wird in unserem System ein Auftrag erzeugt, einmal für den LKW-Fahrer und einmal für den, der die letzte Meile läuft. Beide diese Mitarbeiter werden just in time informiert, wann sie wo zu sein haben und können dann in der Zwischenzeit spontane Aufträge übernehmen und damit im Prinzip Lastspitzen im Klinikum reduzieren. Der Leiter der Logistik weiß zu jeder Zeit, wo sein Mitarbeiter gerade ist und welche Warengruppe gerade ausgeliefert wird. Und wir können nicht nur die Versorgungsprozesse mit der AEMP abbilden, sondern auch die Retourenprozesse oder die Rückläuferprozesse, sodass Sie dann eben an der Stelle weniger Materialverschleiß haben. Auch das ist nicht unwesentlich. Wir haben von Herrn Katzianschütz gerade schon in einem gleichen Prozess mit der Apotheke gesehen, dass sich die Arzneimittelverschwendung reduziert hat. Hier im Steri möchte ich nicht wissen, was das eine oder andere Sieb kostet, wenn dort das Blut oder ich sag mal, die Verschmutzung drauf eintrocknet, dann haben Sie entweder einen Ausschuss oder eine längere Aufbereitungszeit, was dann eben auch wieder zu höheren Kosten sorgt. Und somit verschlanken wir mit einer modernen Logistik, wie am Anfang angeteasert, an der Stelle auch Ihre Prozesse.
Ja, von meiner Seite aus, ich habe es probiert, ein bisschen die Zeit jetzt wieder aufzuholen und auch versucht, es hoffentlich für Sie kurzweilig zu halten, in Form einfach von zwei, drei Praxisbeispielen, die wir so direkt schon umgesetzt haben. Beim Herrn Katzian Schütz als Beispiel, aber auch wenn ich jetzt hier so in die Runde geguckt habe, im Stadtspital in Triemli oder auch an dem städtischen Klinikum in Dessau hatte ich jetzt Teilnehmer gesehen und würde jetzt, wenn es für Sie in Ordnung ist, zur Diskussionsrunde noch übergehen für die restlichen 2 Minuten. Danke.